Ja, dann sage ich mal willkommen. Also ich bin Martin Schütte, komme aus Hamburg und erzähle ein bisschen über Terraform. Ist ja eine schön kleine Runde. Vielleicht können wir dann auch Teile interaktiv machen, denn ich warne dann gleich. Das Thema bearbeite ich schon so ein bisschen länger und daher ist auch die Foliensammlung immer nur gewachsen. Das heißt, durch manche Dinge werde ich auch durchaus drüber blättern. Nicht, dass ihr dadurch dann mehr Panik bekommt als ich. Das ist alles eine Auswahl und wenn gewisse Themen von Interesse sind, dann kann ich da auch mehr zu erzählen und gewisse andere Themen dafür einfach weglassen. Das ist dann auch alles im Netz zum Nachlesen und so weiter. Genau, und daher würde ich dann auch direkt mal anfangen. Geht um Terraform und Infrastruktur als Code generell. Die Idee, was für Konzepte wollen wir so haben? So IT-geschichtlich fangen wir mal halt irgendwie oder haben wir mal alle irgendwie mit Servern angefangen. Man kann viele tolle Dinge tun. Man kann dann auch viele Dinge in der Hardware irgendwie mal sein lassen und immer mehr in Software bauen. Und wenn man das dann irgendwie gut macht, kriegt man das mit den Servern so ein bisschen in den Griff, dass man sagt, wenn die Firma jetzt 100 Server hat, die alle ähnlich sind, dass dann niemand auf 100 Kommandozeilen, 100 CDs das von Hand installieren muss, sondern wir haben ein Tool-Umfeld für Konfigurationsmanagement. Das ist nie perfekt, aber es ist doch so, dass sehr viel funktioniert. Und irgendwann kommt dann so der Punkt, wo man nicht mehr über Server redet, sondern irgendwie über Services, wo man dann sagt, wir haben hier nicht nur irgendwie VMs, die dann so den einen PC, den einen physischen Server, ja, virtualisieren, abbilden, sondern dann sprechen wir plötzlich über eine Datenbank als einen Service. Oder wir sprechen über einen Datenbankcluster als einen Service. Das heißt, das Abstraktionslevel wandert immer weiter hoch und man hat auch immer neue Anbieter, die ganz komische und nützliche und merkwürdig konstruierte Dinge tun. Je nachdem, was man denn so dazu packt. Und es reicht dann von den klassischen Infrastruktur als Serviceanbieter, wo man dann ja im einfachsten Fall sowas wie DigitalOcean, da kriegt man halt VMs und das war's. Und wenn man einen Schritt weiter geht, kriegt man vielleicht die Netzwerke dazu. Und ihr seht jetzt hier schon an einem anderen Ende, so Amazon hat einfach mal alles, was man so in der IT gerade baut und möchte. Andere Dinge spezialisieren sich auf andere, zum Beispiel auch PostgreSQL oder MySQL. Eine Datenbank ist ein Service, wenn ich irgendwie vernünftig mit API damit rede. Und die möchte ich auch irgendwie einbinden. Und wichtigster Punkt ist einfach, dass ich dafür eine API habe, dass ich nicht irgendwie anfange, ja, in einer Web-Oberfläche mir Dinge zusammenzuklicken, wie vielleicht an einem, ja, Beispiel ist dann immer wie auf einem Windows-Server. Ich meine, das ist immer ganz gut, das ist gut, um das kennenzulernen, um es auszuprobieren. Aber wenn ich zuverlässig IT-Dienstleistungen erbringe, dann will ich das natürlich in irgendeiner Weise in einem Skript, in einem Programmcode replizierbar, gegenlesbar. Nicht, dass das montags anders aussieht, als wenn ich es dienstags installiere. Und das ist dann in diesem Kontext auch irgendwie das, was so ein Service ausmacht. Das ist jetzt ich greife ein bisschen vor, aber aus Terraform-Sicht ist egal, was ich da anspreche. Ich hatte in dem Beispiel dann auch sowas wie GitHub oder GitLab. Das sind auch Services. Da kriege ich zwar keine virtuelle Maschine und keine Computing-Instanz, aber da kann ich mir dann ein Repository und einen Benutzeraccount anlegen. Das kann ich genauso ansprechen, weil es irgendein Dienst ist, den ich so remote übers Internet anspreche und erreiche. Genau, und für mich als, ja, ich sag mal Benutzer oder auch als Team oder Firma, die damit arbeitet, ist diese API halt wichtig, dass ich das irgendwie in Programmcode packe. Und das ist eigentlich dann auch das, was man als Infrastruktur, als Code bezeichnet, nämlich dass ich in irgendeiner Weise, jetzt wollte ich gerade sagen, deklarativ das beschreibe, aber es muss es gar nicht sein. Wahrscheinlich könnte man argumentieren, wenn ich mir in einem Programmcode die ganzen Schritte aufschreibe, dann wäre das eine andere Art und Weise, aber dann wäre das wahrscheinlich auch Infrastruktur als Code, wenn ich sage, geh mal dahin, starte die VM, geh mal dahin, tu dieses. Bei Terraform ist es jedenfalls deklarativ, da beschreibe ich, was ich will. Das heißt, eine Änderung in der Infrastruktur sollte auch immer eine Änderung im Programmcode sein und dann habe ich das im Git und dann kann ich das auch gegenlesen lassen und wäre vermessen zu sagen, ich habe es dann automatisch dokumentiert, aber auf Grundlage dieses Textes habe ich dann auch eine Grundlage für eine Dokumentation, für eine Spezifikation und was man so schöne Dinge noch damit tun kann. Und nicht zuletzt brauche ich aber trotzdem Konfigurationsmanagement auch im technischen Sinne, dass ich weiß, was läuft denn da, wie soll es laufen. Und ein Schritt, der da sehr nützlich ist oder den man vermisst, wenn man ihn nicht hat, ist halt sowas wie Lifecycle Awareness. Es reicht halt
in der Praxis dann eben nicht, wenn ich irgendwie so ein Setup-Skript habe, was mir sagt, hier starte mal 5 VMs und das Netzwerk dazwischen. Denn dann weiß ich im Zweifelsfall nicht, was ich tue, wenn jetzt die 6. dazukommt. Dann kriege ich ja immer diese Pfadabhängigkeit. Wenn das schon da ist, dann tu dieses und so und dann komme ich irgendwie zu dem Punkt, wenn ich das habe, dann muss ich alles wegwerfen und neu machen, damit das Skript auch wieder genau so läuft wie vorher. Wenn ich aber kontinuierlich eine Infrastruktur entwickle, dann möchte ich auch, dass darauf reagiert wird. Wenn die VM schon da ist, dann lass die auch in Ruhe. Und wenn die aber zu wenig Speicher hat, dann erweiter den. Damit einhergehen dann irgendwie so verschiedene Umgebungen, Stages. Also am Ende will ich ja doch nie nur abstrakt darüber reden, sondern habe dann immer irgendwie eine Entwicklungsumgebung, vielleicht sogar für jeden Entwickler eine Umgebung, dann irgendwie sowas wie ein Systemtest und am Ende dann auch immer irgendwas Produktives mit einem Kunden. Oder vielleicht auch für jeden Kunden eine eigene produktive Umgebung. Aber das möchte ich genauso replizieren. So wie ja auch Software überall gleich läuft, so soll ich da, will ich dann auch die Infrastruktur überall gleich haben. Ja, und am Ende brauche ich dafür irgendwelche Tools, um nicht jedes Rad neu zu erfinden, sondern mir dabei helfen zu lassen. Und eins dieser Tools ist halt Terraform. Es kommt von der Firma HashiCorp. Ich weiß nicht, je nach Kontext, was man so tut. Viele kennen das dann von Vagrant, weil das auch so ein Scripting-Layer um VirtualBox VMs ist. Terraform ist so der große Schritt, den sie haben, so diese Cloud-Sachen zu machen. Haben allerdings auch so Dinge wie Consul, um ja, Service Discovery und verteilte Konfigurationen zu haben. Und jetzt wollte ich noch eins erwähnen, da komme ich gerade nicht drauf, aber sie haben schon Vault. Sehr schöne Vault. Genau, das ist nämlich das nette, um Credentials und Geheimnisse für so verteilte Systeme zu managen. Wir haben jetzt neu am Start auch noch ein Tool wie Nomad, was so ein bisschen eine Kubernetes-Alternative wäre zum Schedulen, aber da gehe ich davon aus, dass es nicht ganz so verbreitet ist. Egal, ja, ist schön, nette Firma, machen alles irgendwie Open Source, so dass man auch irgendwie mitarbeiten kann, auch wenn sie natürlich immer noch so den Teil haben, den sie in-house entwickeln und für Enterprise, um irgendwie davon zu leben. Ja, und dann würde ich irgendwie mal als auch genug Abstraktes irgendwie Beispiele direkt zeigen, wenn man sich das nämlich ansieht. Ich habe auch irgendwie zwei verschiedene Beispiele, das ist jetzt irgendwie was Schönes. Bei AWS sind die Konfigurationen immer schön kurz, deswegen fange ich damit an. Ich habe mir irgendwie, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das von hier zeigen kann oder doch lieber aufstehe. Ich deklamiere mir irgendwie einen Provider. Ich möchte zu AWS mit einem bestimmten Profil in einer Region. Und das verbirgt dann so diesen ganzen Anmeldeprozess. Dann sage ich, bei AWS möchte ich eine SQS-Queue, also eine bestimmte Ressource anlegen. Die kriegt einen bestimmten Namen. Und dann sage ich, ich hätte gerne ein S3-Bucket für Dateien. Auch wenn wir Gefahr laufen, dass das jetzt ein bisschen vom Thema abweicht, ja. SQS wäre so eine Alternative zu RabbitMQ? Oder? Im Prinzip ja. Sequential Queuing System irgendwas, wo ich einfach Dinge reinschieben kann. Ist jetzt an dieser Stelle auch nur ein Beispiel. Die Sache ist, man sieht jetzt vielleicht auch hier schon so ein bisschen, ich habe gewisse Dinge, irgendwie ein Provider, eine Ressource. Ich habe dann diese Typen, die es gibt und dann kann ich Attribute angeben, was ich da reingebe. Die Dienste haben auch alle sehr viel mehr Attribute, aber die haben dann hoffentlich sinnvolle Defaults. An dieser Stelle ist dann nur der Name wichtig. Ja, oder bei so einem S3-Provider ist auch irgendwie die ACL dann immer wichtig, denn sonst landet man mit einem Datenreichtum in den Nachrichten. In diesem Fall machen wir das mal schön privat. So, und jetzt, um das so ein bisschen weiterzudrehen, ich will ja nicht nur ein Dateibucket und eine Queue haben, dann gehe ich meinetwegen noch zu Heroku. Die machen so Plattform as Service, wo ich Programmcode hochschicke und dann läuft der. Und sage, ich hätte jetzt noch irgendwie eine Anwendung, gerne eine Anwendung dafür als Importer. Und die wird dann irgendwie konfiguriert mit den Endpunkten für die anderen Dinge. Und weil ich sonst nichts zu tun habe im Leben, packe ich noch eine MongoDB dazu. Das wäre jetzt so ein Beispiel, was man starten kann. Das kann ich auch gleich mal starten, wenn uns der Live-Demo Gott gesonnen ist. Da sieht man dann nämlich einfach mal so ein bisschen, was so passiert. Ein ganz anderes Beispiel, um jetzt nicht nur AWS zu machen, man könnte das Ganze auch mit Google machen und sagen, ich möchte mich jetzt gerne bei der Google Cloud-Plattform anmelden und hätte gerne ein Kubernetes-Cluster. Gebe ganz ähnlich rein, ich muss irgendwie einen Namen angeben. Ich sage, wie viel VMs hätte ich denn gerne darunter, wo sollen die sein? Was für Maschinen sind das? Und dann kommt so der
unschönen Teil, den ich hier so ein bisschen ausgeklammert habe. Da muss ich noch viel mehr machen, was dürfen die und Rechtemanagement und so. Das hat dann nicht immer Default-Werte. Und wenn ich jetzt irgendwo bin, zum Beispiel bei Google oder auch nicht, kann ich sagen, ich habe jetzt einen anderen Provider wie Kubernetes. Der kriegt einen Endpunkt, mit dem ich kommuniziere, und dann kriegt er eine ganze Liste von Credentials, die ich hier wieder weggelassen habe, und gehe dahin. Und dadurch sieht man ein bisschen, dass sich das natürlich auch schachtelt. An diesem Fall referenziere ich diese Google Container Cluster, um zu sagen, da geh hin. Aber bei Kubernetes sieht man dann vielleicht auch so ein bisschen direkt, das kann man halt auch selbst im Keller laufen lassen und trotzdem dieses Tool benutzen, um da dran zu gehen. Die Idee ist immer, ich brauche diesen API-Endpunkt. Üblicherweise brauche ich dann auch irgendwelche Credentials und dann benutze ich die Software, weil sie mit der API redet und die ist immer gleich. Und in diesem Fall jetzt nur so testweise kann ich dann irgendwie einen WordPress-Container starten. Und damit hat man dann eigentlich schon so das Wesentliche. Man hat jetzt hier so einen Eindruck von der Syntax. Man hat die verschiedenen Typen, die es so gibt, diese ganzen Provider und Ressourcen. Und man hat vor allen Dingen diese Interpolation, dass ich auf andere Dinge verweisen kann. Dadurch, wäre blöd, wenn ich bei Host jetzt eine URL hinschreiben muss. Die weiß ich ja vorher nicht. Das wird ja erst erzeugt. Und dadurch kann ich so ein bisschen auf die Umgebung reagieren. Ja, grundlegende Ideen, wenn man jetzt versuchen will, das Terraform zu beschreiben. Die Idee ist, diese Ressourcen, die sollen alle möglichst simpel sein. Also es ist eine Sache. Das ist ein Kubernetes-Cluster oder eine VM oder eventuell auch nur eine Portfreigabe an einer Firewall. Das sind alles einfache Dinge mit so ein paar Attributen. Ich habe dann so ein Lifecycle mit diesen Quad-Sachen, so Create, Read, Update und Destroy oder Delete. Und will halt wirklich nur hingehen, gucken, stimmen die Attribute wie bei mir konfiguriert. Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, versuche ich ein Update. Wenn das nicht geht, dann mache ich ein Destroy und eventuell ein neues Create. Das Ganze ist deklarativ, bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen. Ich beschreibe nicht, was zu tun ist, sondern nur, dieses Cluster hätte ich gerne mit dem Namen oder mit so viel Knoten. Wenn ich dann den Node Count hochsetze, dann muss das Plugin selber rausfinden. Kann ich das jetzt einfach erhöhen oder geht es einfach nicht? Müsste ich das wegwerfen und neu machen? Sowas wie ein DNS-Eintrag, da macht es keinen Sinn, den zu ändern, den mache ich einfach neu. Sowas wie eine Datenbank, da hätte ich natürlich eine Konfigurationsänderung gerne im Betrieb als Update und nicht im Sinne von wegwerfen und neu aufsetzen. Das kommt dann immer sehr drauf an und das ist auch der Teil, wo man sie dann doch die Doku genauer lesen muss. Wie ist das? Kannst du nochmal zurück auf den Terraform-Code gehen? Welchen? Egal. Ja. Die Reihenfolge, muss das immer dieselbe Reihenfolge sein oder kann ich den Provider auch unten drunter schreiben unter die Ressource? Das würde der automatisch in die richtige Reihenfolge von sich aus bringen. Genau, das ist egal. Da wird intern ein Baum rausgemacht. Ist auch egal, ob das in einer Datei steht oder in zweien, solange es in einem Verzeichnis ist und die Dateien alle mit .tf enden. Terraform geht hin, nimmt alles und nimmt dann genau, das ist jetzt kein Beispiel, nimmt diese Interpolationen, um die Reihenfolge zu bestimmen. Achso, ihr seht jetzt natürlich auch keinen Mauszeiger, das ist ja blöd. Also wenn ich hier habe, in der Heroku ab, wird auf den S3-Bucket referenziert. Dann ergibt sich daraus automatisch die Ordnung, dass ich erst den S3-Bucket anlegen muss. Daraus kriege ich dann nämlich überhaupt so Sachen wie IDs, die beim Anlegen überhaupt erst erstellt werden. Und dann wird Heroku angelegt. Und Terraform intern baut sich dann einen Baum aus allen Ressourcen auf. Gibt auch eine böse Fehlermeldung, wenn ich da irgendwie so einen Zyklus reinkonstruiert habe, denn dann geht's einfach nicht. Das wäre jetzt der nächste Punkt, Dependencies by Inference. Also er versucht aus diesem Quellcode die Abhängigkeiten rauszulesen. Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, kann ich die auch explizit angeben, aber das ist dann echt die Ausnahme. Und versucht den auch parallel abzuarbeiten. Also das öffnet dann so ein anderes Problemfeld, so API-Rate-Limits, wenn ich vielleicht gar nicht so schnell die Dinge tun kann, aber ich glaube, per Default geht er dann mit 5 Worker-Threads da durch und dann kriegt man schon guten Durchsatz mit Internetanbindung und wenn die Provider mitspielen. Wie schnell das geht, in der Praxis hängt es natürlich dann an den Sachen irgendwie. DNS-Eintrag ist sofort da, ein Kubernetes-Cluster braucht dann halt doch mal ein, zwei Minuten. Ja, Konzepte habe ich jetzt eigentlich auch schon im Vorbeigehen so gesagt. Es gibt immer irgendwie Provider, das ist immer so ein API-Endpunkt, der mir was bereitstellt und der dann so die Klammer um ganz viele Ressourcen bietet. Ressourcen sind alles Dinge, die ich in diesem Provider erzeugen kann. Es gibt noch spezielle Dinge, die ich jetzt nicht im Beispiel hatte. Das sind Data Sources. Ich kann die Dinge nachsehen. Wenn mir der Provider eine Suchfunktion bietet,
kann ich die suchen. Ich glaube, das Beispiel habe ich später noch, aber zum Beispiel bei für VM-Images, die haben ja meistens irgendwelche IDs, aber ich kann dann auch irgendwie mit Datasource suchen. Such mir doch mal hier Fedora, Ubuntu, letzte Version oder Version sowieso und gib mir dann mal das Image der VD, des VM-Images. Dann kann ich die auslesen und dann weiter benutzen. Das erspart mir so ein paar magische Variablen, die irgendwo drinstehen. Oder auch aktuelle Account-ID, wenn ich die in irgendwelcher Konfiguration nochmal brauche. Ja, und dann gibt es noch, was so ein bisschen rausfällt, Provisioner. Bei manchen Dingen kann ich einen Provisioner dranhängen. Zum Beispiel klassischer Fall sind VMs. Wenn die gestartet sind, dann kopiere da mal eine Datei hin oder starte mal irgendwie einen Cheflauf. Oder wenn das Cluster da ist, dann starte mal lokal ein Skript, um irgendwas zu tun. Das ist eigentlich sehr schmal, ist am Ende nur ein Skript ausführen, lokal oder remote. Aber da kann ich dann alles andere dranhängen. CMDB-Einträge, Monitoring, Software-Installation und so weiter. Gibt so ein paar Design-Entscheidungen, die man wahrscheinlich auch anders treffen könnte, aber die so gemacht sind, nämlich diese Ordnung. Ich habe immer diesen Graphen, den brauche ich auch für alles. Ich kann mir die Ausführung oder diesen Graphen auch vorher planen. Das ist leider nicht ganz so toll, wie es sich anhört, weil viel auch erst zur Laufzeit durch den Provider bestimmt wird. Also wenn ich eine falsche, jetzt um mal bei dem VM-Image zu bleiben, wenn ich eine falsche ID angebe, dann sagt Terraform natürlich, ja, alles ein toller Plan und so würde ich das jetzt bauen. Und der Provider sagt aber schon beim zweiten Schritt, ja, die ID ist falsch, hier kann ich gar nicht weitermachen. Das heißt, dieses Online-Offline und vorher prüfen ist ein Problem, aber konzeptionell aus Terraform sind das alles Ressourcen, die kann ich schön ordnen und schön vorher berechnen. Und ein wichtiger Punkt, auf den ich später immer wieder zurückkomme, ist dieser State. Das ist nämlich auch sowas bei Terraform. Ich kann nicht einfach so fire und forget das abschießen und dann ist es gut, sondern Terraform muss ich immer merken, welche Ressourcen hat es denn angelegt und welchen Zustand haben die. Um die auch wiederzufinden, denn sonst kann ich halt auch kein sicheres Delete machen. Ja, und Lightweight ist so ein bisschen das mit dem Plan auch. Es wird nicht versucht, diese Provider-Funktionalität, also welche VM-IDs gibt es alle oder so, nochmal abzubilden, sondern es wird fast alles direkt an den Provider weitergereicht und wenn da ein Fehler kommt, dann kommt er halt. Man versucht dann nicht noch zusätzliche Prüfungsschritte einzubinden. Also solange das irgendwie syntaktisch korrekt ist und die ID alphanumerisch ist, dann wird es halt weitergegeben. Diese State-Files, wo der Zustand... Oh, kommt noch. Da gehst du später nochmal in den Detail. Ja, genau. Service ist hier auch nur ein Beispiel. Ich überlege auch, an welcher Stelle ich jetzt gut zum Demo abspringe. Vielleicht sieht man da dann einiges. Können wir uns das direkt ansehen. Available Services ist eigentlich auch müßig, so eine Liste zu machen. Die Liste wächst ständig. HashiCorp als Firma hat selbst mal gesagt, so die drei großen Cloud-Provider, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud-Plattform, die unterstützen sie so quasi offiziell. Inhaltlich ist der Support sehr unterschiedlich. Also AWS ist echt gut. Das ist teilweise besser und schneller als deren eigenes CloudFormation, so mit neue Dienste, neue APIs einbauen. Azure lässt meines Erachtens sehr zu wünschen übrig. Sie haben zwar ständig Pressemitteilungen mit strategischer Partnerschaft und sonst wie, aber im Code... den finde ich nicht so schön oder die Optionen, die ich da habe. Ja, und Google Cloud irgendwo dazwischen, da kriegt man schon alles, aber ist natürlich nicht ganz so umfangreich wie AWS. Der Rest der Liste ist wirklich Community und Open Source und da darf im Prinzip jeder was einreichen, ist auch sehr unterschiedlich. Also als Positivbeispiel habe ich immer so OpenStack in Erinnerung, die haben wirklich mal irgendwann einen Monat gesagt, wir wollen hier jetzt mal in diese Liste und die haben wirklich für alle Dienste oder alle gängigen Dienste, die sie hatten, dann gute Terraform-Plugins geschrieben und waren dann so quasi von 0 auf 100 mit der Abdeckung. Andere sind je nachdem, wer es gerade entwickelt und wie groß es ist. Ich habe jetzt selbst teste ich gerade so ein bisschen so Hetzner Cloud. Das ist dann natürlich alles so ein bisschen einfacher. Da kann man eine VM starten und noch eine SSH-Key hinterlegen und das war es dann im Wesentlichen. Manche haben auch nicht den Umfang und manche hätten den Umfang, sind aber einfach nicht gut gepflegt oder abgebildet. Also eine Frage, die oft kommt, ist VMware. Kann man ja auch so ein bisschen mit API machen, wenn man das in der Firma im Einsatz hat. Aber da ist im aktuellen Terraform-Provider fast nichts drin. Da kann ich irgendwie eine Konfiguration einlesen aus irgendwie XML und dann kann ich eine Instanz starten mit einer bestehenden Konfiguration, aber das ist irgendwie zu wenig, um da sinnvoll Dinge mit zu tun. Was eigentlich schade ist, weil es natürlich für viele Firmen ein interessantes Feld ist, weil sie es schon im Einsatz haben. Das heißt, es müsste sich eigentlich mal jemand hinsetzen und
diesen einen VMware-Provider mal vernünftig schreiben, sozusagen. Ne? Genau. Und im Moment fühlt sich das so an, als wenn jede Firma das für sich immer wieder selber macht und das Rad immer wieder von Neuem erfindet. Genau. Keiner das offen. Ist natürlich in gewisser Weise das typische Open-Source-Problem oder auch die typische Chance. Ich meine, gerade wenn der Provider selbst dahinter ist, dann ist für den das natürlich auch so ein bisschen Marketing- und Präsenzzeigen-Effekt. Das ist schön. Bei sowas wie VMware, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist halt nicht deren Zielgruppe. Das heißt, wenn so eine Firma das mal macht, ist nett, aber wenn nicht, dann auch nicht. Und wenn man dann so als Externer in so einer Firma ist, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, lohnt es sich, das da reinzustecken oder nicht? Der aktuelle Zustand ist dann natürlich schade, wenn man wahrscheinlich mehr machen könnte, aber es nicht geht. Wobei zum Beispiel auch Firmen, die was contributen wollen, wie zum Beispiel Hessner, dann ja auch durchaus beigehen und sagen, okay, wir geben euch eine Lib, die machen wir. Das gibt es für Hessner, ich glaube, gibt es halt komplette Lib. Aber die haben halt auch zum Beispiel gesagt, okay, wir geben euch eine eigene Lib und beteiligen uns nicht an einer bestehenden, sondern wir haben halt komplett von Scratch geschrieben, anstatt sich an einer anderen zu beteiligen. Die Wege, wie das umgesetzt wird, sind auch sehr unterschiedlich. Komme ich auch noch drauf zu, aber Terraform ist in Go geschrieben oder Golang. Da merkt man auch als Benutzer so ein bisschen alle Cloud-Provider, die eine Go-SDK veröffentlicht haben. Das lässt sich direkt einbinden, es mappt sehr schön auf die Funktionen und dann ist es natürlich auch jetzt als Contributor oder so, der dann so ein Provider oder so ein Plugin pflegt, sehr einfach, das durchzureichen. Wenn ich jetzt habe ich keinen konkretes Beispiel, aber wenn ich an eine ganz komische, obskure API mit XML machen muss und die ganzen Transformationen selber programmiere, dann habe ich natürlich auch wenig Motivation, das mal nebenbei zu machen. So als Beispiel. Ja. So, damit überspringe ich das jetzt auch. Ressourcen können alles sein, ist nur eine Auswahl. Provisionierer gibt es sehr wenig. Am Ende ist nur Local Remote Exec für Skripte interessant. Also Chef ist aus Gründen anders und File ist nur auf eine File eine Datei ablegen. Das ist vielleicht für ein Startup-Skript nett, aber habe ich in der Praxis noch nie benutzt. DSL-Syntax mache ich auch sehr kurz. Ihr habt ja schon gesehen, wie es aussieht. So ein bisschen wie so eine Nginx-Syntax oder so. Ich habe Interpolationen da drin. Die Idee oder die grundlegendere Idee ist, dass ich das 1:1 auf JSON mappen kann. Das heißt, wenn ich mir das aus irgendeinem Grund automatisch generieren will, dann wäre JSON wahrscheinlich der bessere Weg. Aber wenn ich das als Mensch editiere, da finde ich die einfach sehr viel angenehmer. Dies soll 1:1 identisch sein für das Tool. Das Nette ist einfach, dass ich in dieser HCL, HashiCorp Config Language dann auch mal sowas wie Kommentare reinschreiben kann. Das ist doch manchmal hilfreich. Also muss ich dann im Editor für Syntax-Highlighting anwenden? Also ich glaube, meine Editoren haben das. Ich benutze Sublime Text und IntelliJ. Ich bin mir sicher, für Vim weiß ich, dass es das auch gibt. Okay. Also findet man speziell Terraform oder? Entweder Terraform oder HCL, je nachdem, wie weit die sind. Ansonsten stelle ich auch oft irgendwie so Nginx oder JavaScript ein und solange da die Strings hervorgehoben werden, reicht das meistens auch. Mhm. Ich kann ja mal ganz kurz. Ja, in Sublime Text heißt es zum Beispiel Terraform. Und sieht dann irgendwie so aus. Blöde Fenster. So, ein anderes Gimmick, was gerade auch nicht ganz so toll funktioniert, ist Terraform Graph. Dann sehe ich nämlich in meinem Beispiel zum Beispiel sowas. Da habe ich die verschiedenen Ressourcen und Provider und die Abhängigkeit zwischen denen, sehe die auch so ein bisschen grafisch. Bei Terraform Graph kriege ich nicht genau dieses, sondern eigentlich eher ein Graphvis.output, aber den kann ich ja dann schön in irgendwelche Doku einbetten. Ja, mit PDF. Leider ist es in der aktuellen Version ein bisschen kaputt. Da kriege ich sowas, weil da diverse interne Knoten ungefiltert mit rausgegeben werden, wo dann so Provider Start, Provider End für die Ordnung, das müsste eigentlich wieder rausgefiltert werden. Ja, wenn man das denn will, kann man die von Hand noch irgendwie rausfiltern, aber eigentlich hoffe ich darauf, dass dieser Bug da gefixt wird und das dann auch wieder so schön aussieht. Und es sieht natürlich auch nur schön aus, wenn das Projekt sehr klein und übersichtlich ist. Es war ja jetzt hier für Demo, wenn man dann ein bisschen was Größeres hat mit Load Balancer und drei VMs dahinter, dann ist es weniger schön. Und wenn man dann sagt, die Cloud ist ja toll, ich mache das jetzt auch in zwei Regionen, dann wird das einfach unbenutzbar. Also da kann man dann Dinge drin sehen und wenn wirklich mal Zyklen sind, sehen, worum, aber hat dann auch Limits. Ja, und dann hatten wir schon,
muss ich alles durchgehen, wie ich diesen Prozess so mache. Das ist jetzt auch nicht komplett vollständig, aber einfach so, Terraform selbst ist von diesen ganzen Providern getrennt. Das heißt, wenn ich wirklich ein neues Projekt starte, mache ich immer erstmal ein Terraform Init. Der guckt dann, oh, du benutzt Google und du benutzt AWS, dann lade ich mal diese Plugins runter. Dann kann ich Module benutzen, um Code nochmal zu teilen. Dann habe ich Terraform Get, um die reinzuladen, und dann wird wirklich geguckt, alles mit Änderung.tf in einem Verzeichnis ist dann, wird dann zusammengenommen und ist dann irgendwie so virtuell der Source Code für alles. Daneben habe ich sowas wie tf-vars. Da kann ich halt irgendwie verschiedene Variablen reinpacken. Ganz klassische Anwendung ist, wenn ich drei Environments habe, dev, staging, prod, dass ich dann auch eine dev.tfvars, staging.tfvars und prod.tfvars habe und dann sage, ja, hier verschiedene URLs, verschiedene Größen. Damit kann ich das schön abbilden. Diesen Plan hatte ich schon, dann plane ich irgendwas und mit apply führe ich das dann wirklich aus, alles was da ist. Und wenn ich das aus irgendeinem Grund nicht mehr haben will, kann ich auch destroy sagen und dann ist auch wirklich alles weg. Das ist auch so ein Phänomen, was man hat, wenn man so viel ausprobiert mit so einem Cloud-Provider. Irgendwann sammeln sich dann auch so ein paar Ressourcen an und man weiß gar nicht mehr so genau, wozu die gehören. Und wenn man das denn alles schön in Terraform hat, dann ist es auch sehr schön, einfach die dann wieder abzuräumen. Gefahr ist natürlich, dass dann irgendwas verloren geht. Aber ja, ist natürlich immer der Idealfall, wenn ich ein Projekt habe oder... Ja, oder anderes Beispiel. Ich habe 5 Entwickler, die sind aus irgendeinem Grund alle im gleichen AWS-Account und haben aber alle ihre eigenen Terraform-Umgebungen. Dann kann jeder von denen selbst mit Terraform Destroy seinen Teil wieder wegwerfen. Das funktioniert recht gut. So, jetzt habe ich hier ganz viele komische Beispiele für Eckfälle. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt im Detail machen will. Hier habe ich noch einen Provisioner, aber den, wo ich einfach ein kleines Go-Tool hochlade und auf Heroku starte. Ich glaube, das zeige ich lieber. Dann gibt es eine Sache mit Outputs, dass ich sage, diese Variablen, die da intern sind, die kann ich mir am Ende auch als Output ausgeben, um die dann in so einer Pipeline weiter zu benutzen. Benutzen wir dann mit einer URL. Und eine nette Sache, um es noch ganz kurz zu erwähnen, es gibt auch so ein paar Meta-Parameter, zum Beispiel Lifecycle. Und wenn ich jetzt wirklich eine Datenbank habe, kann ich ja ein Prevent Destroy dranhängen und dann wird es zumindest nicht stillschweigend automatisch weggeräumt. So, und dann würde ich jetzt nämlich auch einfach mal schauen, dass ich mal eine Sache wirklich zeige, wenn ich denn das Fenster wiederfinde. Und jetzt muss ich mich wahrscheinlich ganz verrenken. So, ich habe... in einem Verzeichnis jetzt wirklich mal so den Quellcode von der ersten Demo drin. Und kann darin Terraform Plan ausführen. Also Init habe ich schon gemacht, das speichere an dieser Stelle. Und das ist jetzt doch ein bisschen klein, aber Terraform sagt mir dann, was es tun würde, nämlich irgendwie 4 Ressourcen neu hinzufügen. Und hier oben sieht man dann auch die Liste mit den Dingen. Einige dieser Attribute sind vorbefüllt, je nachdem, was ich angegeben habe. In diesem Fall sind die meisten auf Computed, das heißt, es wird angelegt und dann kann man erst auslesen, was es ist. Und das Ganze mit dem Plan überspringe ich jetzt so ein bisschen, weil doch auch gar nicht mehr so viel Zeit ist. Aber ich lasse es jetzt einmal ausführen. Das heißt, jetzt sollten wirklich diese Ressourcen angelegt werden. Ach so, wenn ich hier jetzt schreibe. Oder Kommandozeilenparameter, um das zu überspringen. Und jetzt sehe ich so ein bisschen den Fortschritt. Jetzt geht's an die 2 Cloud-Provider und legt die Dinge an. Ich weiß nicht, wen es interessiert. Hier hat man dann auch gleich diese Heroku-Ausgabe. Da sieht man nämlich, da mache ich dann nämlich diesen Git-Push, um auch wirklich meine Beispielanwendung dahin zu schieben. Und bei Heroku wird es dann kompiliert und gestartet. Hier kriege ich so in dieser Verbose-Ausgabe auch eine URL, aber die kriege ich dann nachher auch als Terraform-Output. Ach ja, ich habe hier ein Beispiel auch so Terraform TF-Bars, wo ich einfach sage, gewisse Namen und Regionen will ich einfach mal irgendwie unabhängig von dem Rest festlegen. Das heißt, die kann ich auch einfach ändern. Und hier haben wir jetzt auch irgendwie Apply Complete, 4 Ressourcen angelegt. Hier kriege ich den Output nochmal extra. Ich
kann mir den mit Terraform Output auch immer noch holen. Ganz nett ist auch Output. Output JSON, falls ich das in irgendwelche maschinelle Weiterverarbeitung reinpacke, dann ist es doch immer netter zu parsen. Ich habe hier gerade Probleme, weil ich das nicht alles ganz sehe, aber wenn ich dann sowas mache wie Output Porter URL, kriege ich die zurück. Und als einfachen Testschritt könnte ich mir die dann irgendwie auch wieder ausgeben lassen. Und kriege dann irgendwie gleich die Aussage aus meinem Tool, was ich so habe. Ja, Terraform Graph hatte ich schon irgendwie kurz. Wie gesagt, die Graphis-Ausgabe. Naja, PDF-Umwandeln spare ich mir jetzt mal. Was auch manchmal hilfreich ist, ich kann auch ein Destroy planen, dass mir Terraform sagt, was würde ich denn jetzt löschen, wenn ich das tue. Es gibt immer erst einen Refresh, es wird immer nachgesehen, ob die Ressourcen auch wirklich so sind, wie sie erwartet werden. Ach ja, und bevor ich das lösche, sollte ich dann nämlich eine Sache zeigen. Hier gibt es ein... ach ja, das ist dann nämlich der eine Vorführeffekt. Ich habe dieses Lifecycle-Flag gesetzt. Das heißt, solange ich das drin habe, kann kein Destroy, wird diese eine Sache nicht gelöscht. Wenn ich das rausnehme, dann sollte es funktionieren. Eine andere Sache, die ich zeige, bevor ich es weglösche, ich habe hier in Terraform, zum einen habe ich für diese Plugins hier ein Unterverzeichnis. Da wird mir zum Beispiel der AWS und der Heroku-Provider reingelegt. Führt jetzt vom Thema ab, aber das ist auch wichtig zu wissen, wenn man selbst einschreibt, denn das sind jetzt natürlich die offiziell Unterstützten, die werden automatisch von der Terraform-Seite runtergeladen. Wenn ich selbst einschreibe, habe ich den natürlich nicht automatisch, da muss ich den da hinlegen zum Testen und bis er dann auf den richtigen Kanälen veröffentlicht ist. Zum anderen habe ich hier auch Terraform TF State und das ist dann am Ende die wichtige Datei, wo Terraform selbst sich merkt, was es alles hat und kennt. Das ist eine JSON-Datei. Ja, und man sieht so ein bisschen, wenn man reinschaut, dass da einfach alle Ressourcen, die ich habe, mit allen Attributen auch drinstehen. Die kann ich mir dann auch irgendwie offline ansehen lassen, mit Refresh dann abgleichen. Und das ist einfach das Wissen von Terraform. Wenn ich die lösche, dann weiß Terraform nicht mehr, welche Ressourcen es angelegt hat. Und dann müsste ich die auch von Hand löschen. Dann habe ich irgendwie keinen Weg da, das als Marker zu erkennen. Also es hilft vielleicht, die dann, weiß ich nicht, bei AWS kann ich viele Dinge taggen, das hilft natürlich dazu sagen Terraform, dann finde ich die zur Not auch von Hand wieder, aber für das Tool selbst ist diese State-Datei so wirklich das Wichtigste, um die Dinge wiederzufinden, um die richtigen Konfigurationsoptionen zu haben. Und die braucht es einfach. Und daher drehen sich dann am Ende, ich komme später zu ein paar Workflow-Elementen, die drehen sich dann immer darum. Wenn ich da wirklich im Team gemeinsam an was habe, dann brauche ich auch diese Datei gemeinsam. Und wenn ich wirklich sowas wie Datenbank anlege, dann steht halt auch schon mal so der Root-User und das Root-Passwort drin. Das heißt, in größeren Umgebungen ist diese Datei auch wirklich, hat die auch Credential-Informationen und muss geschützt werden. Das heißt, ja, und je nach... Zum Beispiel. Es muss auch keine Datei sein, ich kann die auch in Consul ablegen, als Beispiel. Jetzt greife ich zu... ein bisschen vor. Ich mache jetzt erstmal das Destroy, um den Punkt so ein bisschen abzuschließen. Aber das ist dann am Ende eine wichtige Sache, diese Datei wirklich nicht nur als Datei zu haben, sondern vielleicht auch in einem Remote-Backend für alle abzulegen. So, Destroy funktioniert genauso. Das fragt mich jetzt auch erst und dann werde ich ja sagen. Was passiert denn, wenn mir versehentlich so eine Datei verloren geht? Dann muss ich mir die Sachen von Hand wieder raussuchen. Also es gibt immer ein Backup dieser Datei. Ja, ich bin nicht gut mit diesen zwei Bildschirmen. Da wird immer der vorherige Zustand noch eingefroren. Die haben auch immer auch eine nette Sache. Es gibt immer die Terraform-Version und eine Seriennummer da drin, weil Terraform natürlich sagt, neuere Versionen können immer alle alten lesen, aber alte Versionen natürlich nicht dann die neuen State-Dateien. Das heißt, das ist auch so ein übliches Phänomen, wenn man in so einem Team arbeitet und einer updatet seine Terraform-Version, dann müssen alle nachziehen, weil sie sonst diese State-Files nicht mehr nachlesen können. Und durch diese Seriennummer werden ganz grobe Ausreißer auch verhindert. Also wenn sich alle darauf einigen, wir legen
diese Datei auf gemeinsam S3-Bucket oder auf den Firmen-File-Server und dann kommt plötzlich einer daher und hat eine ganz andere Seriennummer, dann sagt Terraform auch, das passt aber nicht. Aber solange die Seriennummer höher ist, also der State mit der höheren Seriennummer gewinnt im Zweifelsfall. Und das wäre dann auch am Ende das, was man macht. Also entweder irgendwie ein gemeinsamer Dateiserver oder man sagt, die gemeinsame Infrastruktur, das macht dann sowieso der Jenkins- oder GitLab-Server und der hat dann seinen Dateistorage. Oder irgendwie ganz remote, dass man sagt, auf ein S3-Bucket, der dann vielleicht auch mit Lifecycle, dass ich jede Änderung auch versioniert habe und auf eine alte zurückspringen kann. Das sind dann so in der Praxis die Dinge, die helfen. So. Yes. Oh, jetzt flackert es ein bisschen. So, und jetzt habe ich das nämlich auch wieder abgeräumt. Und hoffe, ich komme jetzt nicht noch tolle Ideen, was ich noch hätte damit tun können. Man sieht den Hintergrund wieder nicht. So, ja, ganz kurze Demo, dass man es mal gesehen hat in der Aktion. Ich hoffe, es war jetzt auch hilfreich, hat nicht nur Zeit gefressen. So, ein paar Features, die es so gibt. Nicht gezeigt, aber angesprochen. Es gibt Module, wenn ich irgendwie so habe, weiß ich nicht, typischer Anwendungsfall, Datenbank-Cluster, dann kann ich ihn als Modul packen und diesen Code immer wieder benutzen mit so ein paar Variablen, ohne dass ich wirklich alles immer duplizieren muss. Dies ist jetzt ein Beispiel aus dem Community-Repository, dass ich sage, ich habe auch, den kann ich auch remote eingeben, das heißt, wenn ich das so habe, wird der auch automatisch mit Terraform Get runtergeladen und gestartet. Das war einfach der Versuch, so ein paar Community-Module für übliche Dinge schon bereitzustellen, in diesem Fall für AWS RDS, also eine Datenbankinstanz. Ich kann diverse Variablen reingeben und am Ende kann ich auch wieder Dinge auslesen. Das soll es jetzt an dieser Stelle auch sein. Das ist manchmal ganz praktisch, um sein eigenes Projekt zu strukturieren, weil man ja Dinge auch öfter hat. Also Daten, blöder Fall, drei Anwendungen, alle mit einer Datenbank, dann kann ich für den Datenbankteil einfach immer das Gleiche machen. TF-State hatte ich schon, glaube ich, alles, was ich so gesagt habe. Diese Datei ist wichtig oder Remote-Backend. Ich kann so ein State auch importieren, also eine Sache, die so eigentlich nicht vorgesehen ist in Terraform ist, ich habe schon einen Account mit einer laufenden Anwendung, jetzt mal bitte unter Terraform-Kontrolle stellen. Das geht nicht. Terraform kennt immer nur die Ressourcen, die es selbst anlegt und findet die wieder. Hat den Vorteil, dass ich das auch in einem großen AWS-Account ganz viele Terraform-Projekte einzeln machen kann, weil die sich eigentlich nicht stören, solange ich keine Namenskollision habe oder so. Hat aber nicht so den schönen Stand, den man vielleicht mal gerne hätte. Ich habe hier die fertige Anwendung, jetzt mal in Terraform importieren. Das Einzige, was geht und was so ein bisschen vorbereitet ist, ist, es gibt so einen State-Import, viel zu klein, als dass ihr es lesen könnt, aber wenn ich genau weiß, diese Ressource, diese VM mit der ID, die kann ich dann einlesen. Und Terraform schreibt mir die dann in State-File. Muss ich aber immer noch manuell nacharbeiten, weil so eine VM dann irgendwie 100 Attribute hat und ich muss dann irgendwie die 5 rauspflücken, die wirklich wichtig sind. Denn viele Attribute sind auch irgendwie read-only und uninteressant. Ich will das dann nicht eins zu eins in meine Config übernehmen. Aber das wäre dann so die Brücke, um so ein bisschen diesen State auch zu erweitern für Dinge, die schon laufen. Und Remote State hatte ich angesprochen. Will man, wenn man es mit verschiedenen Leuten benutzt, will man das haben. Es gibt auch Workspaces. Das heißt, das ist in Terraform selbst der Begriff, um verschiedene Environments abzubilden, also sowas wie Dev und Staging und Prod. Zuerst hieß es auch Environments, bis sie dann doch irgendwie gemerkt haben, das ist ein so überfrachteter Begriff, den lassen wir mal, jetzt heißt es Workspaces. Und das sieht dann ungefähr so aus, wenn ihr ganz unten die Ausgabe seht, ich habe jetzt mit Terraform Workspace New einfach mal ein Prod und ein Dev angelegt, mit dem Snippet da oben, wo ich sage, in welchen S3-Bucket das soll. Und wenn ich das dann habe und laufen lasse, dann kommt quasi im S3-Bucket, wird mir so eine Verzeichnisstruktur angelegt mit Dev-Infra-Demo und Prod-Infra-Demo. Das heißt, dadurch, dass dieses Terraform, das nimmt den Verzeichnisnamen als Basis und packt dann dieses Dev und Prod davor. Und dadurch habe ich in gewisser Weise dann so eine strukturierte Ablage, welche Umgebungen auch welchen State haben. In gewisser Weise verschiebt es das Problem natürlich nur dann auf S3, da muss ich da wieder Zugriffsrechte und Benutzer einrichten. Andererseits, wenn ich, ja, in diesem Fall jetzt wieder AWS, wenn ich da wirklich als Firma das groß nutze, dann habe ich da ja auch die Tools für und kann sagen, das Team darf dieses editieren, das Team darf dieses editieren. Das ist für diese Sachen sicher und das für jeder andere.
wie gesagt, S3 kenne ich als gängiges, geht auch irgendwie lokal im Dateisystem. Wenn ich sowas habe wie einen Jenkins-Server, dann kann ich mir damit lokal irgendwie die Strukturen organisieren. Da muss man dann ein bisschen schauen, was für einen funktioniert und passt. Auch noch ein Gimmick, ich hoffe, ich franse nicht zu sehr aus, ist, dass ich diesen Remote State auch als Verkettung nehmen kann. Ich kann sagen, ich muss nicht alles in ein Terraform-Projekt packen. Ich kann sagen, das Netzwerkteam beschreibt erstmal die virtuellen Netzwerke und Firewall-Regeln in einem Projekt. Und das Applikationsteam beschreibt seine Applikation und dann kann es auf ganz gewisse Werte zugreifen, zum Beispiel hier, in welchem Netzwerk startet es denn und welchen Port soll ich denn benutzen. Das wird dann als Wert importiert und dadurch habe ich so eine Verkettung zwischen zwei Projekten und vielleicht auch einen Zugriffsschutz, dass ich sage, dieses eine Team darf die Credentials pflegen und die Zugänge und die Benutzeraccounts und alle, die nur Applikationsentwickler sind, die dürfen die benutzen, aber wir sind dann in einem festgesteckten Rahmen und dürfen darin dann Dinge ausführen. Ist eine Möglichkeit, um das zu implementieren, ohne dass gleich alle den Admin-Zugang für die große AWS-Instanz haben. Data Lookup hatte ich schon irgendwie, ich will rausfinden, wie heißen Dinge. Und dann gibt es so eine andere Krücke, wenn ich nicht gleich im Provider schreibe, dann kann ich auch mit einem External Data Provider irgendwie ein Bash-Skript aufrufen. Das habe ich hier mal irgendwie testweise gemacht für so einen kleinen Provider mit einem dünnen DNS. Da kann man vielleicht so einfach mal Dinge ausprobieren. Interface ist immer JSON und das kriegt man sogar in Bash dann irgendwie halbwegs hin. Falls man irgendwie ja, so Proof of Concept mal ausprobieren will, ohne gleich in Go reinzugehen. Wenn man selbst Provider schreiben will, dann wäre Golang halt die Sache. Wie gesagt, Terraform selbst ist drin geschrieben. Es gibt auch Helper-Bibliotheken, um da reinzukommen. Also wir haben dieses Schema-Helper. Wenn man sich das wirklich ansehen will, finde ich so den MySQL-Provider sehr interessant, weil der einfach ist. Da haben sie wirklich nur gesagt, MySQL Server, Login und dann kann man irgendwie Tabellen anlegen. Das heißt, selbst wenn man jetzt nicht Go steht, kann man so ein bisschen zuordnen. Das passiert da und da ist das Create und da ist das Update. Die glorreiche Zukunft soll dann mal irgendwie so ein gRPC-Interface haben. Dann könnte man das auch in anderen Programmiersprachen haben, aber das materialisiert sich gerade noch nicht. So, ich merke, ich bin schon ein bisschen sehr spät, aber so zur Benutzung, was habe ich so ein bisschen erlebt, was kann ich so berichten? Solche Tools haben immer generell so ein paar Probleme, die jetzt auch gar nicht direkt an Terraform liegen, sondern immer nämlich das Hauptproblem, man kann es schlecht testen. Also um das zu testen, bräuchte ich wieder so eine Cloud-Umgebung. Kommt auch immer drauf an, was ich mache. Mit Kubernetes-Clustern geht es noch relativ einfach, den kann ich mir auch in einer VM starten, eine AWS-Region natürlich nicht. Und dadurch laufe ich einfach in viele Probleme, die nur beim Provider funktionieren. Gewisse ja, Groß- und Kleinschreibungen hatte ich jetzt noch nicht, aber ja, gewisse Identifier, sehr schön bei AWS, so Längenbeschränkungen, ein S3-Bucket darf nur so lang sein oder in einem S3-Bucket darf ich Underscores benutzen, aber in einem Load-Balancer-Namen nicht. Und das merkt man auch einfach erst zur Laufzeit. Und hatte ich selbst auch nicht so oft, aber ganz schlimm sind natürlich so Rate Limits. Besonders schön, wenn ich Staging und Production in einem Provider-Account habe und dann erst Staging provisioniere und dann Production. Und bei Staging läuft alles durch und bei Production merkt der Provider, jetzt ist aber das Rate Limit voll, jetzt warte mal eine Stunde. Dann ist man irgendwie so mittendrin. Ist dann in der Praxis ein Grund mehr. Jetzt rede ich wieder zu viel von AWS, aber da kann ich das wirklich in verschiedenen Accounts machen, dass ich immer quasi auf dem gleichen Stand bin. Das hilft einfach für solche Dinge, aber so ganz ausschließen kann ich es leider nie. Deswegen brauche ich immer irgendwie so eine Staging-Instanz zum Testen. Oder ist zumindest mein persönliches Fazit, um es zu machen. Ja, Terraform selbst ist jetzt durchaus aktiv in Entwicklung. Aktuell Version 0.11.8 klingt so schön. Eigentlich warte ich schon den ganzen Sommer auf Version 0.12, wo sie gerade so ein paar größere Änderungen angekündigt haben. Ja, aktive Entwicklung sollte nicht zu sehr abschrecken, also es ist schon durchaus stabil. Als ich damit vor 3 Jahren angefangen habe, hatte man öfters mal so ein paar Abstürze oder so und die habe ich jetzt schon echt lange nicht mehr gesehen. Hängt natürlich auch immer so ein bisschen am Provider, ob man jetzt so AWS und Google benutzt oder ob man gerade den selbst zusammengeschriebenen hat. Diese Module sind sehr, sehr einfach, da konnte ich auch bisher immer sehr lange immer nur so Strings und Zahlen reingeben. In der neuen Version soll es dann bald so ein quasi Objekt geben, so mit eigenen Attributen, um sich das so ein bisschen netter zu machen. Geht auch so in die Sache Syntactic Sugar einfach. Vieles fühlt sich so ein bisschen zu Fuß an, so wie so ein Vergleich so zwischen Bourne Shell und Python. Ich muss einfach viele Werte immer weiterreichen. Das geht schon, man gewöhnt sich dran, aber als Programmierer findet man es nicht schön.
State Management wurde schon sehr viel besser, insbesondere, ja, nicht bei allen, aber bei manchen Providern gibt es auch sowas wie Locking. Denn gerade wenn ich den State auf S3 habe, ist es sehr blöd, wenn zwei Leute gleichzeitig ein Update anstoßen. Dann gewinnt irgendwie der Letzte und zwischendurch ging mal was verloren. Da will ich dann auch sowas haben, so wenn da gerade ein Update läuft, dann macht mal kein zweites. Ein einfacher Mechanismus, um das auszuschalten, ist dann auch irgendwie ein Jenkins oder GitLab oder irgendwie ein zentraler Build-Server. Aber wenn man wirklich jeder auf seinem Laptop, dann ist das oft ein Problem im Workflow. Gut, Provider-Support sehr unterschiedlich. Dinge, die sich neu entwickelt haben. Ich glaube, das meiste habe ich erzählt, diese Workspaces sind jetzt auch relativ neu. Und gerade so das Warten auf Version 0.12. Ich habe jetzt mal so ein paar Dinge zusammengeschrieben. Ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist. Eine Dinge, die es sehr lange ausdrücklich nicht gab, waren Conditionals. Dass ich so sage, if then else. Haben sie jetzt eingebaut, wahrscheinlich nach langem Flehen der Community. Allerdings jetzt auch nicht groß mit if-Blöcken, sondern wirklich nur einzelne Ausdrücke kann ich unterschiedlich machen. Das heißt, VM im Staging kriegt 1 GB RAM, VM in Pod kriegt 4 GB RAM. Dafür ist es schon ziemlich gut und hilft. Aber ich kann nicht die ganze Struktur umändern. Wenn der eine Server 3 Festplatten hat und Firewall-Regeln und der andere soll aber nur 2 haben, dann, das sind so die Limits, da wird schwierig. Rich Value Types, dahinter verbirgt sich eigentlich dies mit diesen Modulparametern, dass ich da nicht nur Zahlen und Strings reingeben kann, sondern so ein bisschen mehr. Template-Syntax, naja, wenn ich JSON-Dateien generieren will, kriege ich irgendwie Templates. Und am Ende dann noch irgendwie als Gimmick, es gibt auch ein Terraform Enterprise, das wollen sie besser anbinden. Also sind jetzt auch alles nicht die großen Änderungen und zur wichtigsten habe ich auch irgendwie gar nichts gefunden, dass sie nämlich das Plugin-Interface ändern wollen. Da hieß es, wenn man dieses Schema-Helper benutzt, muss man einfach mal neu kompilieren, dann läuft es auch wieder, aber ich hoffe, dass sie da dieses RPC dann mal schön einbauen, dass man mehr Möglichkeiten hat. Denn bisher war das auch immer abwärtskompatibel und gleich. Das wäre mal die Chance zur großen Änderung. Aber wie gesagt, ich warte eigentlich auf die Version, hätte mir gehofft, ich kann sie hier vorstellen, kann ich nicht. Mal sehen, wann sie rauskommt. So unbefriedigend das auch ist. Ja, ähnliche Tools. Mir selbst gefällt Terraform einfach sehr gut durch diese Syntax, durch so ein paar Hilfen auch gemeinsam zu arbeiten und nicht zuletzt aber auch durchaus die Provider-Unabhängigkeit. Denn ganz klar, die wichtigsten Tools in dieser Sache sind von den einzelnen Herstellern. Irgendwie Azure und AWS als Cloud-Provider haben natürlich ein nettes Toolset für ihre eigene Sache. OpenStack fällt so ein bisschen raus, da mit diesem Heat kann ich sowohl OpenStack-Sachen als auch AWS-Sachen provisionieren, da habe ich schon so einen Grad mehr. Aber ich bin doch immer in diesem Rahmen, in diesem Käfig. Die Konfigurationsmanagement-Tools, die haben jetzt auch alle irgendwie Module, die sind dafür dann nicht gleichförmig. Also da habe ich das Gefühl, wenn ich mir das zum Beispiel bei Puppet ansehe, die AWS-Community-Module sind ganz anders als die für Google oder so. Da fehlt so ein bisschen die Gleichförmigkeit. Ich meine, wenn ich jetzt der große Laden bin und habe alles ins Heu-Stack, dann würde ich mir das wahrscheinlich auch da so ansehen. Aber wenn ich wirklich neu starte und ich möchte irgendwie mal in der Cloud oder Infrastruktur als Code so ausprobieren, dann würde ich persönlich durchaus zu Terraform raten. Ja, Workflow selbst, ich will es gar nicht so ausdehnen, das meiste habe ich schon erzählt. Ganz wichtig sind immer Credentials. Ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ich kann natürlich bei diesen ganzen Providern-Sachen auch immer im Klartext irgendwie ein Passwort reinschreiben oder so, aber das will ich natürlich nicht. Das will ich zum einen nicht, wenn ich ein Team habe, dass die sollen alle bitte ihre eigenen Credentials benutzen. Zum anderen will ich das auch nicht, wenn ich das mal auf einen Git-Server schiebe und sei es auch nur firmenintern. Das ist natürlich blöd, ein Passwort drin zu haben. Jetzt wieder beim Beispiel AWS, da geht es ganz gut mit Profilen, dass ich sage, ich habe hier ein Profil Admin-Zugang und ein Profil Anwendung A und kann dann über diese Profile sozusagen die Berechtigungen von den konkreten Benutzern trennen. Oder jeder Benutzer legt sich selbst seinen Account an und macht mit dem gleichen Profilnamen. Ansonsten muss ich natürlich irgendwie so komische Rollen annehmen, wechseln und mir Wrapper-Skripte drumherum bauen. Geht auch immer. Für Automatisierung wie Jenkins GitLab ist ganz gut, dass ich fast alles davon auch in Umgebungsvariablen packen kann. Das heißt, ich kann es im GitLab einmal für mein Projekt definieren oder pro Umgebung und dann muss ich das nicht im Terraform-Code haben. Der guckt einfach in die Umgebung und hat dann die hoffentlich richtigen Dinge. Und guter Punkt natürlich, wenn dann doch mal irgendwie Credentials abhanden gekommen sind, sollte ich wissen, wo ich die benutze und wie ich die ändere. Ansonsten ja, irgendein VCS benutzen, also Git.
Bitte sehr, dafür macht man das ganze Jahr unter anderem. Und was in der Praxis immer blöd sind, sind Namespaces. Also wiederum AWS Load Balancer müssen eindeutige Namen haben. S3 Buckets müssen global eindeutige Namen haben. Manche Dinge sind pro Projekt eindeutig, manche pro Provider, manche global. Das ist ziemlich blöd. Am Ende muss man immer irgendwelche eigenen Namen da so in diese ganzen Namen reinpacken. Dann darf es aber auch nicht zu lang werden. Großer Spaß. Was sehr hilft, ich habe es jetzt schon öfter angesprochen, ich habe das Ganze schon öfters mal in Jenkins gebaut. In GitLab ist es auch sehr schön. GitLab hat auch so schöne Funktionen wie auf Test immer ausführen und auf Pod dann immer nur, wenn ein Benutzer manuell das sagt. Da kann ich mir natürlich schöne Pipelines bauen in Absprache mit den Benutzern, dass es für alle handelbar ist. Wenn ich gar keine Ideen mehr habe, gucke ich mal bei HashiCorp vorbei. Die haben als Firma natürlich auch so ein bisschen ihre Vision, wie sie das Ganze machen. Das muss ich nicht eins zu eins umsetzen, aber zur Inspiration ist es auf jeden Fall gut. Dann noch die obligatorische Sache mit den Links, die ich nicht vorlese. Ich will nur den letzten ganz kurz rausstellen. Das Buch Infrastruktur als Code ist echt gut. Benutzt Terraform als Beispielsprache, aber geht eigentlich fast gar nicht darauf ein. Es ist wirklich nur ein Beispiel, um mal Code-Snippets zu haben. Eigentlich geht es mehr darum, wie mache ich AB-Deployments, warum will ich das überhaupt machen, welche Möglichkeiten bietet mir das. Ja, und damit komme ich dann auch zum Ende. Irgendwie möge eure Infrastruktur schön langweilig sein, dann geht weniger kaputt. Und wenn was ist, findet ihr mich im Netz. Und solange wir den Raum haben, können wir noch diskutieren.